So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, wir haben gerade erst unseren Abschluss bestanden und sind jetzt ein vollständiges Erkundungsteam. Und ja, ich würde einfach sagen, ich lese jetzt die Story einfach mal weiter vor. Und klicke gleich mal eben kurz ins Bild. Nun, da wir unser altes Zimmer in der Gilde nicht mehr in Anspruch nehmen können, ich würde sagen, wir wohnen ab jetzt einfach hier. Der Sinn des Gildenabschlusses erschließt sich mir noch nicht so ganz. Machen wir einfach als Erkundungsteam weiter wie bisher. Ich würde sagen, von jetzt an ist dies die neue Erkundungsbasis von Team Feuerblitz. Lass uns zur Gilde eilen und nach Jobs vom Job-Infobrett und Ganoven-Infobrett schauen. Das ist ein neuer Anfang für uns, Sarah. Tipp für Erkundungsteams: Weil ihr die Gildenprüfung absolviert habt, könnt ihr euren Spielstand ab jetzt speichern, indem ihr hier euer Bett verwendet. Ah, okay. Na gut. Dann wollen wir doch jetzt einfach mal gucken, was sich jetzt so verändert hat, wenn sich überhaupt irgendwas verändert hat. Auf jeden Fall müsste ich jetzt ganz viel Geld in meiner Tasche haben. Da will ich doch mal eben kurz gucken. Aber das sehe ich hier gerade gar nicht, ne? Doch da. 10.000. Wow. Wow. Ja, die gratulieren uns ja jetzt alle und so. Bla, die Blupsi hat aber keinen Belebersamen dabei. Habe ich eigentlich noch irgendwelche Belebersamen jetzt behalten können? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, einen. Super. Supidupi. Dann räume ich erstmal meine Tasche wieder ein bisschen leerer. So. Und zwar, das behalte ich erstmal, aber von denen brauche ich jetzt auch nicht mehr ganz so viele. Ach doch. So zwei, drei sollte ich schon immer in der Tasche haben. Nur so für den Fall der Fälle. Den lasse ich jetzt auch hier. Top-Elixier ist auch immer gut, so ein paar dabei zu haben. Schwundsamen. Senkt den Level um 1. Okay. Warum auch immer solche Items gibt, ey. Da ist noch eine Sinelbeere. Lärmband. Ja, behalten wir mal. Sinelbeere. Itemsperre. Marronbeere. Verhindert Schlaf. Das hätte ich eben mal einsetzen sollen, ne? Aber egal. Ja, da haben wir so ein komisches Item wieder. Treppenorb. Und den Solarstrahl. So. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes? Ah, nö. Yay, ich besitze noch einen Belebersamen. Das ist so wahnsinnig toll. So, und meine Tasche ist jetzt erstmal leer. Soweit. Ich besitze jetzt nur noch so das Wichtigste. Okay, aber es reicht mir auch erstmal. Also jetzt sollen wir echt wieder hier die Sachen von den Infobrettern erledigen. Mehr hat sich jetzt gerade gar nicht verändert. Krasse Sache. Ich beglückwünsche euch zu der bestandenen Gildenabschlussprüfung. Und so weiter und so fort. Und ich speichere mein Geld, würde ich jetzt schon sagen. Ja, spare mein Geld einfach hier jetzt. Erstmal. Ich habe ja jetzt gerade nichts, was ich irgendwie dafür ausgeben könnte oder so. Oh, Sarah, Alex! Hey, Palim, Palim! Was gibt es? Oh, Sarah, Alex! Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Gildenabschlussprüfung! Team Feuerblitz kann jetzt in Zusammenarbeit mit der Gilde operieren, nicht wahr? Also genießt ihr jetzt gewisse Privilegien bei der Nutzung des Treffpunktes. Läutet die Glocke. Ihr könnt jetzt einen neuen Sonderservice in Anspruch nehmen. Oh, das ist cool, was jetzt kommt. Sonderservice? Ich meine, das kenne ich sogar noch. Stimmt, ich habe das schon mal so weit gespielt, oder? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Was ist das denn für ein Sonderservice? Nun, etwas ganz Besonderes. Ihr könnt jetzt einen anderen Anführer wählen, bevor euer Team in einen Dungeon geht. Einen anderen Anführer? Wir können den Anführer ändern, bevor wir in einen Dungeon gehen? Ja! Bis jetzt war Sarah immer der Anführer bei euren Erkundungen, richtig? Jetzt, wo euer Team mit der Gilde kooperiert, habt ihr einen anderen Status. Jedes Mitglied von Team Feuerblitz kann Anführer werden, bevor ihr einen Dungeon betretet. Anders gesagt, ihr könnt ein Team in einen Dungeon schicken, das nur aus
rekrutierten, so, Mitgliedern von Team Feuerblitz besteht. Ein so zusammengestelltes Team ist genauso offiziell anerkannt. Achso, ist genauso offiziell anerkannt. Oh, verstehe. Das heißt also, wenn wir einen Dungeon erkunden wollen, in dem unser jetziges Team typspezifische Nachteile hätte, ach du Scheiße, dann können wir ein völlig anderes Team mit einem anderen Anführer bilden und sogar Vorteile von Typen nutzen. Ganz genau. Natürlich gibt es Dungeons, die nur Sarah und Alex betreten können. Ich hoffe, ihr nutzt den neuen Service. Auf jeden Fall viel Glück für eure Arbeit als Erkundungsteam. Das ist ganz cool. Ich erinnere mich jetzt gerade daran, dass ich doch schon mal irgendwann so weit war. Weil ich das schon mal gemacht habe. Boah, ich habe es nur noch von Rang C und Rang A. Die Erkundung ist gescheitert. Ampere-Ebene. Die Erkundung ist gescheitert. Nebelwald. Nehme ich denn? Was kriege ich denn? Wo kriege ich denn was Besseres? Rettet mein Kind. Oh mein Gott. So, erstmal gucken, was wir hier kriegen. Dori rettet Tragosso. Nebelwald. E9. Boah, es ist heute am Schneien, ne? Ich sehe das gerade, wenn ich so aus dem Fenster gucke. Alter. Nochmal gucken. Das hat mich jetzt gerade kurz abgelenkt. Klient Dodri. Ziel rette Tragosso. Nebelwald E9. Dum dum dum. Weißgummi Plus. Irgendwas anderes noch. Naja. Wie viel Geld wir da kriegen, das steht hier nicht, ne? Und da kriege ich ein Goldband. Ich glaube ja fast, dann nehme ich lieber das Goldband. Ich meine, das wäre nämlich einiges wert oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Oh, was kriege ich hier? Heilsam. Fragezeichen. Grüngummi. Okay, ich nehme das Goldband. Ein Job Rang A. Sollte ja kein Problem mehr für uns sein. Ampere-Ebene war, glaube ich, Elektro-Pokémon. Jetzt weiß ich gerade gar nicht so genau. Ach, ich glaube, ich lasse unser Team einfach mal so erstmal. Sonst hätte ich ja jetzt auch die Chance, hupsala. Ich weiß gar nicht, was für Teammitglieder habe ich denn eigentlich? Mal eben gucken. Mitglieder. Ein Smetbull Level. Ne, ist es das Level vorne? Ach da, ne, da, Level 7. Eieiei, Level 24. Jetzt sehe ich das gerade. Girafarik haben wir noch. Absol. Charmian. Hippopotas, sind das alle? Scheint so, ne? Ich lasse unser Team erstmal so. Ich habe jetzt gerade noch nicht allzu Gutes dabei. Dass ich jetzt sagen würde, oh, die muss ich unbedingt mal spielen. Jo. Na, dann gucken wir mal. Ein Funpi. Oh, ist das niedlich. Dürfte uns jetzt eigentlich keinen Schaden mehr machen. Also zumindest nicht viel. 2 Schaden. Oh, ist das niedlich. Das ist ein Rang A-Auftrag, ey. Was Besseres gab's bei uns nicht am Gildenbrett. Das ist ja voll easy. Stirb. Oh, ein Minon. Minon tot. Schwarzgummi, brauche ich nicht. Upsala. So. Da liegt was, das nehme ich doch mal mit. Ein Eisendorn. Beziehungsweise 4 Stück davon. Ach komm, das dürfte doch eigentlich Ebene 10 sollte ich noch. Das dürfte doch jetzt eigentlich schon gar nicht mehr so lange dauern. Ich glaube, das ist eine... Nee, doch nicht. Da geht's weiter. Alles Klärchen. Na doch, es ist doch eine... eine Sackgasse. Schon wieder ein Minon. Oh, ist das niedlich. Minon und Plüssel hätte ich gerne in meinem Team. So, perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Sowas liebe ich immer, wenn die Treppe direkt da ist, wo man anfängt. Ein Apfel. Den Apfel nehme ich mit, davon könnte ich nämlich mal wieder welche gebrauchen.
Oh Gott. Ich one-hitte euch doch eh alle, wenn ich euch treffe, ey. Ihr habt doch alle gar keine Chance mehr gegen mich. Also echt. Welches Level bin ich eigentlich? Level 36 bin ich. Krasse Sache, mehr noch nicht. Ah, Voltilam! Oh, Voltilam will aber auch nicht in unser Team. Dabei ist Voltilam so ein niedliches Puddelfiech. Nee, da oben geht's nicht weiter so. Upsala. Also ich weiß nicht, ich mag die Empire-Ebene ja eigentlich jetzt nicht so. Aber ich will das Goldgummi haben. Goldgummi, eben Goldband, so. Ja, ja, Flusse verfolgt uns, bla bla blub. Ich kümmere mich eigentlich gar nicht mehr um die Pokémon hier jetzt gerade. Es ist mir eigentlich sowas von egal, was die da machen. Da oben kann... Doch, es geht weiter, alles okay, alles klar. Girafarik. Girafarik habe ich schon im Team. So. Voltilam! Oh, Voltilam, willst du nicht in mein Team? Ich weiß gar nicht. Also, es ist ja jetzt so, dass ich, meine beiden Pokémon, die ich jetzt hier spiele, kann ich ja anscheinend nicht entwickeln. Aber wie läuft das mit meinen Mitgliedern, in meinem Team? Kann ich die vielleicht entwickeln oder so? So, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Voltilam im Team hätte, daraus einen Ampharos machen könnte oder so. Ich weiß es ja nicht. Aber Ampharos ist voll cool. Habe ich im Pokémon X und Y in meinem Team. Aber eigentlich noch geiler ist seine Mega-Entwicklung. Oh, nein. Ein Shinox! Sehe ich jetzt gerade, dass es hier überall Shinox rumläuft. Sollte jetzt ja eigentlich keine wirklich große Herausforderung für mich sein, aber Bock habe ich jetzt gerade trotzdem nicht hier drauf. Scheiß Monsterraum, lass mich nur zur Treppe durch, ey. Ich meine, ich one-hitte die Gegner ja fast alle, aber trotzdem. Beziehungsweise machen die mir nur einen Schaden. Was jetzt irgendwie nicht so lebensbedrohlich für mich ist. Aber nervig ist es immer noch. Hallo, darf ich jetzt auch mal wieder angreifen? Oh Gott. Ich hau jetzt gleich einfach meinen Gegenstoß wieder rein, ey. Ich habe keinen Beleber dabei. Das heißt, wenn die jetzt viel auf mich draufhauen, könnte das doch irgendwann gefährlich für mich werden. Aber auch nur... Die jetzt richtig viel auf mich drauf und zwar wow. Das hat nicht viel gebracht mit meinem Gegenstoß, ey. Dadurch, dass die bei mir nur einen Schaden machen, mache ich bei denen jetzt auch nicht wirklich viel Schaden. Am meisten trifft mich immer noch diese Attacke von Girafarik. So, du stirbst jetzt. Alex, es wäre nett, wenn du auch mal wieder langsam was machen könntest. Ah. Ah, nervig. Ich darf... Ah, ich habe keine... Super. Mann, Mann, Mann. Oh, Funpi möchte mein Team. Ja, Funpi nehme ich gerne auf. Nein. Funpi tritt Team Feuerblitz bei. Funpi ist niedlich. So, jetzt haben wir auch ein Funpi in unserem Team. Ich hätte es irgendwie lustig gefunden, wenn Shinox in mein Team gewollt hätte. Bam! Oh, nee. Ich mag Elekid nicht. Stirb. Stirb. So, nur noch Girafarik über. Mann, 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 Mann. War das nervig jetzt hier. Keine große Herausforderung, aber nervig. So. Dann laufen wir mal weiter. Welche Ebene sind wir denn jetzt? Oh, ein Vati. Oh, ist ja niedlich.
Was hat der fallen lassen? Na, Eroas? Brauche ich zwar eigentlich nicht, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Der Part ist eigentlich schon wieder längst vorbei, aber irgendwie... habe ich jetzt auch gerade überhaupt keine Lust jetzt hier. Ich will das eigentlich jetzt gerade noch durchziehen, den Auftrag. Das ist immer so doof, wenn man immer so mittendrin so einen Cut machen muss. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das immer scheiße. Ja, penn du ruhig. Wir kommen dich später wieder abholen. Mann, Mann, Mann. Ich bin jetzt eh gleich da. So, die Treppe noch, dann bin ich auf der Zielebene. Sehr schön. Ein Magbi sollen wir hier retten, ne? Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber ich meine ja. Hallo? Kommst du mit? Ist wahrscheinlich wieder Stafelhunger, ne? Was hast du? Ich schätze mal Stafelhunger. Das hatten wir ja schon mal. Doch, ich habe einen Apfel dabei. Ja, von mir aus hier ist. So. War komisch, wie ein Pikachu! Oh, ein Pikachu will ich im Team haben. Ah, oh, du bist ganz schön stark, du. Oh, Pikachu wollte nicht in mein Team, schade. Aber das mag wie... Gegnerische Shinox töten! So, hab dich. Ja, ich möchte den Dungeon sehr gerne verlassen. Ja, ach so, jetzt habe ich wieder so. Okay. Gut. Vielen Dank für die Rettung von Magbi. Nehmt das Item Goldband als Ausdruck meines Dankes. Den Feuerblitz erhält bla bla bla, sonst so viele Erkunderungspunkte. Geld kriege ich anscheinend gar keins mehr. Wir haben heute den ganzen Tag lang Einsatz gezeigt. Ich bin erschöpft. Wir sollten jetzt etwas schlafen. Wir sollten für einen weiteren tollen Tag morgen ausgeruht sein. Der nächste Morgen. Guten Morgen, Sarah. Auf einen weiteren tollen Tag. So, gut. Jetzt habe ich den Part aber auch lang genug überzogen. Ich würde sagen, ich beende dann den Part an dieser Stelle jetzt auch mal. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.